Eines ist klar, in der Haut von EZB-Chefin Christine Lagarde möchte ich derzeit nicht stecken, denn die Preise für Energie in Europa und vor allem natürlich in Deutschland, die steigen immer weiter. All das wird die Inflation weiter nach oben bringen und gleichzeitig sorgen diese steigenden Energiekosten für eine deutliche Abschwächung der Wirtschaft. Damit wird den Konsumenten ja immer mehr Kaufkraft entzogen auf der einen Seite und für viele Betriebe in Europa, speziell in Deutschland, lohnt sich teilweise die Produktion gar nicht mehr bei solchen Energiekosten. Also für die EZB die Lage, steigende Inflation bei gleichzeitig immer schwächerer Wirtschaft. Was tun? Zinsen anheben in diese sich abschwächende Wirtschaft, um die Inflation zu bekämpfen, Zinsen nicht anheben. Dann würde man die Inflation nicht gerade wirksam bekämpfen. Und ähnlich verzweifelt ist die Lage inzwischen, wenngleich weniger verzweifelt, bei der deutschen Bundesregierung, die heute in Gestalt von Olaf Scholz mal Stantepeter angekündigt hat, naja, wir werden die Mehrwertsteuer auf Gas von 19% auf 7% senken. Und das ist natürlich der Versuch hier, diese ja doch immer weiter eskalierende Energiekrise so ein bisschen in den Griff zu bekommen, die Kontrolle zu behalten. Das Ganze soll ab 1. Oktober gelten, dürfte den Bundeshaushalt 10 Milliarden Euro kosten, also letztendlich ja auch wieder Steuergeld, also das, was der Staat da finanziert, das müssen wir ja irgendwie auch durch Steuern wieder entrichten. Und jetzt gibt es natürlich schon wieder Kritiker, wie mein zweit- oder drittbester Freund Marcello Fraccherino, der gesagt hat, das ist nicht zielgenau und nicht ausreichend. Er möchte da direkte Transferzahlungen an Menschen, die weniger verdienen. Nur wie willst du das umsetzen? Dann musst du wahrscheinlich wieder eine ganze Behörde schaffen, die dann erstmal rausfindet, naja, wer sind denn die Geringverdiener? Sind die überhaupt anspruchsberechtigt? Bla bla, da gibt es dann 5000 Formulare. Bis dann ein Antrag durchgeht, überhaupt das Personal dafür geschaffen ist. Also die Frage ist, ist das realisierbar? Ja, es wäre natürlich vielleicht zielgenauer. Der Millionär braucht wahrscheinlich keine Hilfe angesichts der gestiegenen Energiekosten. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Der Markt wird sich wahrscheinlich diese Senkung der Mehrwertsteuer auf andere Weise wiederholen, nämlich durch Preisanhebungen. Darauf immerhin weist Bloomberg hin. Das ist oft so am Markt für Rohstoffe. Wenn irgendwo da was kommt in Sachen Preissenkung, dann wird auf der anderen Seite irgendwie was gedreht, dass der Preis wieder da ist, sodass für diejenigen, die in diesem Business sind, letztendlich alles beim Alten bleibt. Vielleicht wurde das heute schon vorweggenommen. Der maßgebliche Preis, der an der Börse gehandelt wird, der Dutch TTF Gas Future, der ist mal eben um 6,35% gestiegen heute, trotz dieser Ankündigung durch Olaf Scholz oder gerade wegen ihr. Weiß ich nicht. Jedenfalls sind wir da jetzt bei 240,185 Mitte Juni, also vor ziemlich genau 2 Monaten, als die Aktienmärkte an ihrem Tief waren, waren wir bei 85. Seitdem, also plonk, hat sich das Ganze mehr als verdoppelt und irgendwie ist da nicht erkennbar, dass dieser Trend abbrechen sollte. Gazprom hat mit seiner unschuldigen Naivität gewissermaßen ja gewarnt davor, dass die Preise sich da vervielfachen könnten für Gas. Und man tut ja auch ein Stück weit etwas dafür, dass das genauso passieren wird. Was wird diese Mehrwertsteuersenkung auf Gas bewirken? Jetzt haben wir Jörg Krämer, Chefvolkswirt der EZB, den ich, nicht der EZB, der Commerzbank, den ich schon mal im Interview bei Boom & Bust hatte, der sagt, ja, das dürfte den Gaspreis um knapp 1 Cent je Kilowattstunde niedriger dann rauskommen lassen, wenn eben der Gasmarkt nicht irgendwie sich das letztendlich wiederholt. Und einer unbesteuerten Gaszulage, dadurch wird die Inflation schätzungsweise um knapp 0,3 Prozentpunkte niedriger ausfallen. Okay, das wäre ja schon mal etwas. Derzeit sind wir ja über 8%, also 0,3% wäre da schon ein bisschen was, aber es wird das Problem nicht wirklich beheben. Es ist eher ein Tropfen auf dem heißen Stein, der da hier der Fall ist. Wenn wir uns mal anschauen, das ist eine Grafik, die noch vor dieser Verkündung erstellt wurde von Olaf Scholz, dass die Mehrwertsteuer auf Gas sinken soll. Die Anbieter, die Gasversorger sollen das 1:1 bitteschön an die Kunden weitergeben. Da bin ich mal gespannt, ob das passiert. Jedenfalls sehen wir, dass wir diese Umlage haben, diese Gasumlage, die ab 1. Oktober kommt.
Die würde für einen Vier-Personen-Haushalt mit etwa 20.000 Kilowattstunden Verbrauch pro Jahr 484 Euro Mehrbelastung bringen. Jetzt haben wir aber noch die Preisanstiege. Wie gesagt, vor der Mehrwertsteuersenkung, die ja erst ab 1. Oktober in Kraft trifft, das wären dann insgesamt 2.582 Euro für einen solchen Haushalt mit 20.000 Kilowattstunde pro Jahr. Und das ist mal ein Anstieg eben von deutlichen 1.330 Euro 2021 auf jetzt 3.912 Euro. Also das sind mal eben knapp 2.600 Euro. Da kann mancher mit seiner Familie durchaus mal in den Urlaub fahren. Das wäre dann gestrichen und das dürfte natürlich viele Haushalte massiv treffen, eine solche Anhebung, selbst wenn jetzt da diese kleine Senkung der Mehrwertsteuer dem ein bisschen entgegenwirkt. Aber der politische Druck ist natürlich hoch, tut etwas, macht etwas und zumal auch die Strompreise ja hier weiter explodieren. Wir sehen hier deutsche und französische Strompreise, die sind Skyrocketing, ähnlich wie die Gaspreise, auch hier noch keine Trendumkehr in irgendeiner Form erkennbar. Hier sehen wir mal die Energy Prices auf Monatsbasis für Gas, Liquid Fuels, also liquide, flüssige Energieträger, Energy und Electricity. Und da sehen wir Raten zwischen 29,7 bis 51,4%. Das ist nicht gerade wenig, also wir sehen, dass das so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Ist natürlich für alle Beteiligten hier ein Riesenthema und gerade in Deutschland ist dieses Thema natürlich ziemlich virulent durch diese Energiewende, durch das Setzen auf alternative oder erneuerbare Energien, die das Ganze richten sollen, aber scheinbar nicht richten können bisher. Jedenfalls trifft das die Konsumenten hart. Vielleicht haben Sie diese Meldung gelesen, die ist jetzt auch schon, glaube ich, 3 Tage alt vom 15. Aldi und Lidl bieten weniger Elektronik- und Non-Food-Produkte an, weil sie einfach sagen, die Leute kaufen das nicht mehr. Geplante Käufe seien laut einem Lidl-Manager deutlich eingebrochen. Bei allem, was über 20 Euro kostet, gibt es dramatische Rückgänge, sagte hier dieser Lidl-Manager, auch wenn die Preise gesenkt worden sind. Irgendwie ist da eine Schmerzgrenze bei 20 Euro, also es geht manchen Leuten direkt schon ans Portemonnaie. Jetzt haben wir ja diese Energiewende in Deutschland, wir haben den Klimawandel, der wird so oder so stattfinden. Selbst wenn wir jetzt kein CO2 mehr in die Luft blasen würden, ist ja in der Vergangenheit CO2 in die Luft geblasen worden, sodass wir bis zum Jahr 2100 einen Anstieg haben von mindestens 3,7 Grad Celsius. So oder so, selbst wenn wir jetzt komplett aufhören würden, CO2 zu emittieren, was ja auch relativ unrealistisch ist. Jetzt denken viele natürlich angesichts der Meldung, wir haben Dürre, Rheinpegel etc. etc. Also so schlimm war es noch nie, das Klima völlig außer dem Ruder. Jetzt sehen wir aber hier mal die Toten aufgrund von Klima- oder Nicht-Klimakatastrophen, nämlich klima-related ist hier Fluten, Dürren, Stürme, Feuer und extreme Temperaturen. Da sehen wir das seit 1920, die Toten, die dadurch entstehen oder die Menschen, die Anzahl der Menschen, die dadurch stirbt, hat sich deutlich verringert. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sozusagen in einer Situation sind und es ist natürlich, wird jetzt oft gesagt, seht ihr, das ist der Klimawandel, da ist keine Zukunft mehr, aber in der Summe sehen wir, dass das eigentlich nicht so wirklich der Fall ist, also durch die harten Zahlen nicht so wirklich belegt wird, dass jetzt immer mehr Menschen sterben an diesem Klimawandel. Auch die Non-Climate-Related Death, das sind Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche um und bei gleich geblieben, aber wie gesagt, in den 1920er Jahren sind deutlich mehr Leute gestorben an direkten Klimaeinwirkungen, als das jetzt der Fall ist. Und wenn wir hier uns mal anschauen, etwa die Dürre, dann sehen wir von 1900 bis jetzt, dass wir da auch keinen wirklichen Aufwärtstrend sehen. Natürlich gibt es bestimmte Jahre, so wie jetzt, so wie in diesem Jahr, wo wir Ausschläge nach oben sehen, aber entscheidend sind ja die harten Fakten, sind die Daten, die wir bisher haben über die Entwicklung etwa in diesem Bereich und das gibt es nicht her, dass wir jetzt da komplett nach oben abdrehen. Und ähnliches übrigens auch Feuer hier in den USA, Waldbrände 1926 bis 2017, da sehen wir, dass in den
frühen oder im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, in der ersten Hälfte, war das noch ein ganz anderes Thema als jetzt. Also es ist natürlich so, wir haben riesige Probleme durch diesen Klimawandel, den zu leugnen ist der Schwachsinn nach meiner Auffassung, eben durch das CO2, was die Temperaturen nach oben bringt, so oder so nach oben bringt, selbst wenn wir jetzt aufhören würden, CO2 zu emittieren. Und dementsprechend verändert sich das, aber der Mensch ist anpassungsfähig. Wir geben Billionen aus jetzt, um auf andere Energiequellen umzusteigen. Die Frage ist, ist das alles so sinnvoll? Ist das wirklich effizient? Könnte man nicht effizienter vorgehen? Und da gibt es durchaus Lösungsmodelle, die aus meiner Sicht zumindest effizienter wären als das, was wir jetzt tun. Hier sehen wir auch übrigens die Schäden, eine Statistik von der Münchner Rückversicherung, die ja mit solchen Schäden zu tun hat, die durch wetterbedingten Schäden hier jetzt in Relation zum BIP zwischen 1990 und 2017 kann man auch nicht sehen. Die Daten sind jetzt schon ein bisschen älter zugegeben. Aktuellere habe ich nicht gefunden. Aber da sieht man, dass es da jetzt auch nicht wirklich einen absoluten Aufwärtstrend gibt. Jedenfalls ist das Problem mit Strom nicht nur in Europa, sondern jetzt auch massiv in China. Weswegen Chinas Vizepremier Han Zheng aufgefordert hat, in jeder Hinsicht zu versuchen, die Stromproduktion anzuheben. Und was heißt das in China? Das heißt vor allem natürlich Kohlekraftwerke. Das heißt, das, was China jetzt wahrscheinlich an Emissionen durch Kohlekraftwerke in die Luft haut, das können wir wahrscheinlich in den nächsten 30, 40 Jahren gar nicht einsparen. Das ist das Traurige oder das Absurde an dieser Geschichte, zumal China ohnehin jetzt ökonomisch unter Druck ist und das ist für Xi Jinping jetzt offenkundig zunehmend ein Problem, der will sich ja im November für eine dritte Amtszeit wieder wählen lassen. Und jetzt hat Li Keqiang, der Premierminister, gestern ja gesagt, ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir da eine gute Balance zwischen Corona-Eindämmung und eben Wirtschaftsförderung bringen können oder erreichen können. Also der eher wirtschaftsliberale Li Keqiang als Premierminister machte Druck und das scheint jetzt, da scheint jetzt auch Xi Jinping drauf eingeschwenkt zu sein auf diese Linie, denn das ist natürlich bei diesen doch eher mauen Wirtschaftsdaten bei einer sehr, sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit, da ein gewisses Unruhepotenzial in der Bevölkerung. Die Kommunistische Partei hat ja versprochen, wir bringen euch Wohlstand, ihr haltet dafür den Mund. Kommen wir jetzt in die USA, kommen wir zur Fed. Und da ist ja gestern dieses etwas seltsame Fed-Protokoll verkündet worden. Das hatte für jeden irgendwie was dabei. Vielleicht ist die Fed auch gespalten zwischen eben Leuten, die sagen, naja, wir sollten nicht übertreiben mit den Zinsanhebungen und anderen, die sagen, naja, wir können die Zinsen gar nicht hoch genug anheben angesichts dieser Inflation. Jetzt hat sich heute Daly geäußert, die San Francisco Fed-Chefin, die nicht wahlberechtigt ist, by the way, und hat gesagt, also die Märkte haben a lack of understanding, die Märkte kapieren es nicht, finde ich eine sehr interessante Aussage, aber die Konsumenten verstehen es schon, dass wenn die Zinsen nicht sofort sinken werden, nachdem sie vorher gestiegen sind. Also sie sagte faktisch, die Märkte interpretieren das völlig falsch. Eine interessante Aussage, wie ich finde. Sie sagt vor allem, dass die Core Services Inflation is still rising, also praktisch im Dienstleistungssektor, die Inflation weiter steigt. Auf der anderen Seite sagt sie, naja, wir wissen nicht, ob wir jetzt 50 oder 75 Basispunkte die Zinsen anheben und sie ist in diesem Camp, wir wollen nicht übertreiben mit diesen Zinsanhebungen, um die Wirtschaft unnötig zu belasten. Also sie ist eher in diesem Bereich unterwegs. Sie sagt, ja, die Effekte dieser Zinsanhebungen, die wirken doch erst. Jedenfalls sagt sie, die Märkte haben keine Ahnung, wenn sie davon ausgehen, dass die Zinsen wieder sinken werden. Die Fed Fund Futures preisen ja ab Mai 2023 bereits eine Senkung ein. Eine kleine Erleichterung. Wir sehen jetzt, dass der Rent Pressure, also der Druck auf die Mietpreise, ein bisschen nachlässt. Wir sind jetzt laut Daten von Zillow nur im Juli um 0,6% gestiegen bei den Mieten. Die ganz großen Mietsteigerungen sind gewesen, die kommen aber noch in die Statistik mit rein, verzögert. Das dürfte den Inflationsdruck hochhalten, auch wenn wir sehen, dass etwa heute der Philadelphia Fed-Index nicht nur besser war, sondern dass erstmals die Preise gesunken sind. Alle Werte unter 50 sind
leicht fallende Preise nicht viel gefallen sind, aber leicht gefallen sind, auf jeden Fall nicht mehr stark steigen, und gefallen sind die Preise auch erstmals bei den Verkäufen bestehender Häuser. Nachdem wir noch im Vormonat einen Allzeithoch bei den Preisen hatten, sehen wir jetzt, dass der Durchschnittspreis oder der Medianpreis um $10.000 günstiger geworden ist, aber gleichwohl wieder sehr, sehr schwache Zahlen, schwache Verkäufe. Der Hausmarkt in den USA hat ein Problem, aber die Märkte haben kein Problem. Heute so ein bisschen Lull und Lall an der Wall Street, dünnste Volumina, morgen ja der kleine Verfall, Optionen verfallen vor allem, das wird wichtig. Wahrscheinlich werden wir dann am Montag eine stärkere Reaktion in die eine oder andere Richtung sehen. Oft ist es so, dass es dann zunächst mal nach unten geht im Gefolge des kleinen Verfalls. Kann diesmal anders sein. Jedenfalls sehen wir, dass die Financial Conditions sich eben doch deutlich gelockert haben durch diese Anstiege der Assetpreise, damit die Leute, wie gesagt, wohlhabender, vor allem gefühlt, wieder mehr Nachfrage, mehr Konsum. Dadurch latent mehr Inflation. Treiber der Rallye, vor allem solche Aktien wie Apple, die 34% gestiegen ist seit Mitte Juni. Da gibt es aber eine große Differenz zwischen diesen ehemaligen Fang-Stocks. Wenn wir uns da mal eine Meta anschauen, auch eine Nvidia, vor allem eine Meta, die richtig schlecht gelaufen ist, die sich nicht so wirklich erholt, da scheint wirklich die Hoffnung vergeblich zu sein, anders bei Apple, dass da nochmal ein Allzeithoch entstehen könnte. Insgesamt, wenn man sich mal die Börsenbriefe anschaut in Sachen Nasdaq, da gibt es den Halbert Newsletter Sentiment Index, da sind wir jetzt so in der Nähe von Ständen wie im November. Damals stand der Nasdaq 3000 Punkte höher. Insgesamt ist es ja so, wir sehen jetzt beim S&P 500 Kursstände, wie wir sie im letzten September gesehen haben. Was war im letzten September? Damals die Inflation viel niedriger. Die Fed hat uns damals noch erzählt, Inflation is a transitory, hat $120 Milliarden pro Monat in den Markt gepumpt. Jetzt sind die Zinsen deutlich gestiegen, die Fed will die Bilanz deutlich reduzieren. Also es ist ein völlig verändertes Umfeld, das jetzt hier der Fall ist, und die bullische Stimmung, ich merke das in den Kommentaren, da wird dann gesagt, ja, dieser Kanal ist mir zu negativ. Warum? Also ich habe, wie gesagt, Mitte Juni eigentlich gesagt, der Markt ist so ausgebombt, da ist die Wahrscheinlichkeit gut, dass wir jetzt steigende Kurse sehen. Jetzt sind wieder alle bullisch, damals wollte keiner kaufen bei diesen tiefen Kursen, jetzt wollen sie wieder alle kaufen, es ist immer dasselbe Spiel, hat mit negativer oder Negativität gegenüber den Märkten aus meiner Sicht nichts zu tun, aber es ist halt immer das Gleiche, das Sentiment wird immer bullischer, wenn die Kurse steigen, und immer negativer, wenn die Kurse fallen. Und der Fall von Olaf Scholz ist auch interessant, nicht nur wegen hier dieser Cum-Ex-Warburg-Geschichte. Olaf Scholz hat sein Vorbild gefunden, und zwar Olaf der Schneemann. Ein extrem intelligenter, witziger, unterhaltsamer Artikel meines Kollegen Georg Habenich, dringend empfohlen, wenn Sie so ein bisschen mal zwischen die Zeilen oder hinter die Kulissen gucken wollen. Da gibt es wirklich absurde und groteske Situationen mit unserem guten Olaf. Das ist die eine Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, der Gasverbrauch sinkt zwar in Deutschland, aber wir verbrennen immer mehr Gas, um Strom zu erzeugen. Womit das zu tun hat, lesen Sie in diesem zweiten Artikel. Also zwei Artikel, die ich Ihnen empfehlen möchte. Und jetzt empfehle ich mich, ich werde heute Abend ein bayerisches Bier an der Elbe trinken und an Sie denken. Ich sage Servus. Ciao.